Die Feuerwehr der Gemeinde Heuchlein wurde gegen 19.43 Uhr alarmiert. Alarmstichwort war Raucherwohnung hier in der Falkenstraße. Und den Einsatzkräften war klar, es handelt sich hier um ein Gebäude mit mehreren Familien, die in dem Gebäude wohnen. Auch deshalb musste man davon ausgehen, dass noch Personen im Gebäude sind. Es wurde gleichzeitig ein Rettungswagen hier an die Einsatzstelle geschickt. Wir waren sehr kurz, sehr schnell vor Ort, mussten die Türen gewaltsam öffnen, weil niemand zu dem Zeitpunkt in der Wohnung war. Der erste Trupp, der unter schwerem Atemschutzgerät in die Räume vorgegangen sind, hat einen Flammenschein in der Küche gesehen. Auf noch unbekannte Ursache kam es zum Feuer, zu einem kleinen Entstehungsbrand, der durch unser rasches Eingreifen schnell gelöscht werden konnte und weiterer Schaden vermieden werden konnte. Personenschaden hat es keinen gegeben. Es haben mittlerweile alle Personen das Gebäude verlassen. Und die restlichen Bewohner des Hauses außer der betroffenen Wohnung können auch jetzt in Kürze wieder das Gebäude aufsuchen und ihre Räume wieder betreten.